Dieses Mal hat es der Tonka geschafft, und zwar einen Rucksack rauszubringen, der mir optisch extrem gut gefällt. Also nicht nur funktional, das ist bei der Tonka ohnehin meistens sehr, sehr gut, aber der Rucksack, dieser Pyrox LGL 45 plus 10, so heißt das Teil nämlich, ist auch optisch schön und einfach gut gelungen. Und wenn du wissen willst, was er kann, dann bleibst dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Pyrox 55 Liter Fassungsvermögen. 45 plus 10, ich glaube, dass das die Idee hinter dem Namen ist. Und das Ganze ist natürlich ein Rucksack für Wandern, Trekking, wie man das neumodern nennt, Bushcraft, Outdoor Survival, so in diese Richtung. Und zwar immer dann, wenn du mehrere Tage unterwegs bist oder du nur einen Tag unterwegs bist, aber ganz viele Leute bei dir sind und du darfst alles tragen, kenne ich, wenn man Kinder hat zum Beispiel. Und mit dem Fassungsvermögen bist du auf jeden Fall gut aufgehoben, das kann ich gleich mal dazu sagen. Das bedeutet, für wen ist dieser Rucksack? Für all jene, die ein bisschen länger draußen bleiben wollen, zum Beispiel eine Übernachtung machen wollen oder zwei oder drei, da ist das Teil auf jeden Fall einerseits vom Fassungsvermögen und auch von den Funktionalitäten her richtig gut geeignet. Gut, das Ganze ist ein Tatonka, obwohl es ja irgendwie ein bisschen taktischer ausschaut und daher spricht mich total an, er spricht mich richtig, richtig an. Also das Teil ist total robust und sehr schön verarbeitet. Das sind keine Fäden, die irgendwo abstehen. Also das kann ich da gleich sagen. Das ist auf höchstem Niveau. Billige Eigenwerbung. Ich gebe dir natürlich den Link zu unserem Buttershop, wo du das Teil bekommen kannst. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann mach das ganz einfach. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber das Teil ist halt auch nicht ganz günstig. Das darf man auch dazu sagen. Ist jetzt kein Billigrucksack. Dafür hast du einfach viel Funktionalität. Auch die Reißverschlüsse, die gehen einfach ohne Haken auf. Sauber verarbeitet, also das ist einmal Pluspunkt. Ja, was hilft's, wenn ein Rucksack schön ausschaut und optisch adrett ist, aber die inneren Werte sind kacke, ne? Das wollen wir nicht. Das werden wir uns jetzt anschauen. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, oben. Das Deckelfach hat oben vier Schlaufen eingenäht. Das heißt, hier kann man Flexicord einbringen, damit man dann ja, eine Jacke, T-Shirt oder Handschuhe zum Beispiel hier oben fixieren kann. Das finde ich sehr nett, dass die Option gegeben ist. Ich muss das testen, ob das mit den vier Schlaufen ausreichend ist, aber wir werden Langzeiterfahrungen machen. Der Rucksack taugt mir, also den werde ich heuer für all die Trainings und für die ja, Übernachtungen, die wir draußen machen, nutzen und dann werden wir uns im Herbst Erfahrungen anschauen. Aber ich glaube, dass das speziell, wenn man es kreuzweise und dann auf den Rahmen einfädelt, dass das funktionieren wird, aber wir werden ganz einfach sehen. Das Frontfach ist mit einem Zwei-Wege-Reißverschlusssystem ausgestattet. Wir haben hier diese kleinen Nuppel oder Kunststoffteile, dass man das auch gut packen kann, also auch mit Handschuhen ist das alles überhaupt kein Problem. Das Fach geht nicht komplett auf, das ist ganz wichtig. Mir fällt jetzt kein anderer Rucksack ein, aber es ist manchmal so, dass du das Fach komplett auflegen kannst, aufklappen kannst. Das ist besonders bei, wenn man jetzt im taktischen Bereich bleibt, vielleicht auch sinnvoll, dass man zur Ausrüstung schön hin kann. Da sind dann meistens irgendwelche modularen Systeme eingebaut. Das ist hier nicht der Fall, aber der Vorteil dabei ist, also es ist eher so ein Bushcrafter-Tracking-Rucksack. Du kannst hier einzeln die Teile reinwerfen, die man halt so braucht als Bushcrafter. Ja, Kaffee und irgendwelche Heferl, also Tassen, Löffel etc. Ne? Also man kann das auch einfach reinwerfen und wenn du dann aufmachst, kommt da nicht alles entgegen. Das ist der Vorteil, aber auch der dazugehörige Nachteil. Das musst du bewusst sein. Also so mit modular ist da gar nichts, denn es ist nichts modular. Da gibt es keine Klettfläche, es gibt keine Schlaufen, es ist einfach nur ein Fach. Und natürlich die Möglichkeit, und das ist im Standardlieferumfang dabei, eine Regenhülle anzubringen. Und es ist hier so ein kleiner Karabiner angebracht, dass man auch zum Beispiel einen Schlüssel einhängen könnte. Ja, also das ist nett, das ist gut. Zwei-Wege Reißverschlusssystem, Daumen nach oben. Also konkret sieht das so aus, du kippst den Rucksack zu dir, dass sozusagen das Tragesystem schräg steht, dann machst du auf und dann kann da auch nichts rausfallen. Das heißt, das ist sehr schön gemacht, weil eben dieser hintere Teil hier oder vordere Teil, wie auch immer du das sehen willst, vernäht ist. Das Ganze ist auch etwas abschüssig. Also ist wirklich schön, das gefällt mir irrsinnig gut. Bevor wir uns dann noch die anderen Frontteile anschauen, schauen wir in den Rucksack hinein. Du siehst jetzt gleich einmal, hier ist ein Tragegriff, also du kannst das Teil sehr gut packen. Das ist sehr schön vernäht, das ist sehr schön gemacht, auch optisch interessant mit dieser Netzstruktur hier, aber das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Sei es drum, sei es drum, sei es drum. Gut, im Deckelfach gibt es dann noch einmal einen Platz für ein Erste-Hilfe-Set. Es ist im Lieferumfang nichts dabei, aber da ist wirklich ausreichend Platz, also du kannst das vorstellen, wirklich komplett. Also ein Erste-Hilfe-Set passt da locker rein und kriegst sicherlich auch noch andere Ausrüstung unter. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. So, Deckelfach
lassen wir jetzt weg. Man könnte das Ganze auch ausfädeln, das heißt, du könntest das ganze Deckelfach abbauen, wenn du das wolltest. Und durch diese Schlaufen, die hier angebaut sind auf beiden Seiten, kann man das Ganze auch erhöhen. Das heißt, wenn man irgendwelche Matten, Rollmatten zum Beispiel oder andere Ausrüstungsgegenstände einbringen will, dann ist auch das möglich, weil man eben das Deckelfach höher ziehen kann. Und das ist nicht immer der Fall, das ist nicht bei allen Rucksäcken der Fall, daher sage ich extra dazu, das ist ein Vorteil, finde ich halt zumindest. Gut, hier jetzt dieser, wie nennt sich das, Schneeabfang, irgendwas, also dieser Sack, dass man das zuschnüren kann und man nicht wasserdicht, aber wasserabweisend, wasserfest machen kann. Also das geht sich auch hier alles super, super schön aus. Und ich habe jetzt keinen Schlafsack oder ähnliches eingepackt, aber du siehst, das Ding lässt sich sehr weit aufbauen. Also das ist, da geht wirklich, wirklich, wirklich was rein. Also wirklich, wie viel ist denn da noch drin hier? Liter. Na boom. Aber nur, dass du mal ein Gefühl hast, wie viel da überhaupt hineinpasst. Und natürlich bleibt das hier nicht liegen. Ich werde die Umwelt hier nicht verschmutzen im Buschkraftareal auf aldola.at. Das ist genau dort, wo die Survival Rally 2024 stattfinden wird. Kennst du die schon? Gib da unten den Link auf unsere Webseite. Dort findest du alle Informationen, findet im August statt. Ein Survival-Herausforderungs-Dingsbums. Das war jetzt billige Eigenwerbung. Schau vorbei. Survival Rally. Yeah. Also du siehst, da ist wirklich einiges an Platz gegeben. Es ist nicht relativ unspektakulär hier, da ist kein modulares Supersystem, sondern es ist einfach ein, wie nennt sich das, Topploader, also wo man von oben einfach reinwirft. Es ist ein riesiger Sack. Im Rückenbereich ist so ein Einschubfach. Da gebe ich normalerweise sehr, sehr gerne die Sitzmatten rein, die sich auch extrem lohnen. Die sind ihr Gewicht in Gold wert, wirklich. Also besonders, wenn es kühl ist und auch multifunktional, aber sei es drum. Dann hier ist so eine kleine Schlaufe mit angebracht. Und natürlich, es ist dann natürlich hier unten auch noch einmal ein Fach. Das ist ganz klar, das kann man abtrennen. Schauen wir uns dann gleich an. Aber ist halt ein einfacher Rucksack. Das heißt, du hast hier unten noch einmal Zugriff auf das ganze System. Du könntest hier eben ein Bodenfach, du kennst das, man kann das abtrennen, Hauptfach und dann eben das Bodenfach. Oder du sagst, nee, ich möchte eigentlich ohnehin nur ein einziges Fach haben. Beides ist machbar. Schlafsack, weil da auch immer wieder die Frage kommt, kommt das hier unten rein? Kannst du natürlich machen, aber muss man nicht notwendigerweise. Denn besonders bei diesem Rucksack hier gibt es ein ganz nettes System, und zwar du kannst in dieses Hauptfach eingreifen, indem du das, ich nenne das jetzt mal Frontfach, hier ist dann noch einmal eine Tasche und eine Möglichkeit, aufmachst und dann auch direkt zugreifst. Das heißt, ich würde dieses Deckelfach, das doch relativ klein ist, nicht für den Schlafsack benutzen, sondern eben für Ausrüstungsgegenstände, an die du permanent ran musst, ja, weil es einfach nicht so riesig ist. Du hast aber hier kompletten Zugriff. Das ist wirklich nicht nur ein Toploader, also von oben, sondern auch ein Frontloader. Nein, du weißt schon, was ich meine. Sehr, sehr funktional, alle Möglichkeiten finde ich top. Und das Bodenfach hat natürlich auch einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Aber es ist halt grundsätzlich bei den Bodenfächern so gut wie bei allen, es hackt da immer etwas. Aber nicht, weil der Zip so schlecht ausgeführt wäre, sondern weil eben dieser Feuchtigkeitsschutz oder Schneeschutz oder wie auch immer man diese Falster da hier nennt, da gibt es sicher Namen, wenn du den weißt, schreib mir den bitte gerne als Kommentar. Aber wie auch immer, weil das irgendwie so ein bisschen eng ist. Aber das ist gar nicht mal so übel. Also ich kenne Rucksäcke, da ist das wirklich unangenehm. Das hier hält sich auf jeden Fall in Grenzen und man kann da auch einen Patch anbringen. Also wenn du auch so Patch-verrückt bist wie ich, dann ist das eine gute Möglichkeit. Und das ist sozusagen, ich meine, ob das hundertprozentig neu bei Tatonka ist, das kann ich nicht sagen. Aber dieser Rucksack ist eben nicht so klassisch sportiv mit Rot, Gelb, Grün, Blau, irgendwas Farben, sondern eben ja eher für den Bushcrafter und Auto-Survivalisten angepasst, ohne jetzt gleich ein taktisches Monstrum zu sein. Ja, gesagt, getan, jetzt muss ich das Ganze alles wieder einräumen. Und ich glaube, dass du jetzt siehst den Vorteil, dass man hier von der Front noch einmal zugreifen kann, dass du kriegst alle Bereiche des Rucksacks mit einmal aufmachen hin, und das finde ich gut.
ich habe das Teil jetzt komplett aufblasen und da wäre noch immer Platz. Also platzmäßig einfach top, wirklich top. Lässt sich einfach sehr weit nach außen ziehen. Ja? Sehr, sehr schön. Und vielleicht geht da auch noch ein bisschen mehr. Und diese Kompressionsriemen sind dann auch noch da. Und natürlich schön mit diesen kleinen Flexi-Cords hier, mit diesen Flexi-Bändern versehen, damit da nichts herumschlankelt, wie man in Österreich sagt, dass er sich herumbewegt. Ja, ist eine runde Sache. Im Frontbereich finden sich solche Laser-Cut-Molle-Streifen, die natürlich auch insgesamt etwas leichter sind als die seitlichen. Ja, ich finde auch, dass das optisch recht schön ist. Und das Ganze ist so, das sind so Dreiecke, also nicht ganz so schmal. Da kann man auch sehr gut durcharbeiten, weil es ja nicht militärisch sein muss, ne? Und trotzdem schön ist. Im Frontbereich befindet sich natürlich auch noch einmal ein Fach, und zwar über diesen gesamten Bereich hier. Da wird jetzt nicht allzu viel reinpassen, weil sonst stehen die Sachen. Wenn du da jetzt eine Flasche zum Beispiel reinpackst, was du gar nicht musst, weil seitlich eine Halterung dafür vorgesehen ist, aber egal, das wird einfach rausstehen. Aber Kleinigkeiten, wie zum Beispiel meine Army-Backhaube, billige Eigenwerbung, die kriegst du auch bei uns im Partnershop, wo du auch den Rucksack kriegst, da gebe ich da unten den Link dazu, schau dich da um. Oh, das würde jetzt hier etwas so rausstehen. Also Kleinteile, ja, große Teile, na. Trageriemen vorne, Trageriemen hinten, das heißt entweder zum Aufhängen am Baum bzw. zum Ziehen, alles sehr, sehr schön gemacht, auch wenn er wirklich schwer ist und du ihn hochheben willst mit zwei Riemen, ist auch dran gedacht. Ja, Molle-System, ich glaube, dass ich das schon einmal erwähnt habe, hier seitlich, das heißt, wenn du irgendwelche Tech-Pouches anbringen möchtest, zum Beispiel von Tasmanian Tiger, aber auch von Helicontex und wie sie alle heißen, und es gibt natürlich auch viele andere günstigere Anbieter auf Amazon. Alles überhaupt kein Problem, das ist alles schön kompatibel. Was mir sehr gut gefällt, ist erstens mal die Möglichkeit, hier in diesem Flexi-Bereich hier eine Flasche einzubringen, und das ist halt schon cool, ja, dass man da wirklich etwas einbringen kann. Das fehlt mir manchmal besonders bei diesen taktischen Rucksäcken, ist eh klar, weil da setzt jeder, oder mutmaßlich jetzt mal, ich bin ja kein Soldat, auf diese Trinksysteme, die man da hinten, das ist auch dafür vorbereitet, also wenn du so ein Trinksystem haben magst, kannst du das auch sehr gerne hier hinten einschieben. Dann sind hier alle Vorbereitungen getroffen, dass man dieses Trinknubbel-Bubbel auch am Schulterriemen vorbringen kann. Also es ist alles gegeben, aber ich finde es gut, dass dieser Rucksack eben auch ein richtiges Trinksystem, also eine Flasche macht und nicht auf das Trinksystem alleine setzt. Dann hier diese Pedal, ja, also der Hüftgurt, der ist nicht abnehmbar. Das ist zum Beispiel bei taktischen Rucksäcken auch häufig so der Fall. Das ist hier nicht so, weil es eben ein Bushcraft und Tracking und Wanderrucksack ist im taktischen Look. Dann hier eben auch noch einmal zwei Fächer. Kann man auch Kleinigkeiten reinbringen, da gibt es auch immer wieder genug. Also ich habe da zum Beispiel gern meine Kopflampe dabei, weil das ist praktisch, besonders wenn man dann abends unterwegs ist, aber kannst du machen, wie du willst. Auch hier ist kein taktisches System, also es ist einfach eine Tasche. Gib rein, was du reingeben willst, und gut ist. Und es gibt hier auch kein am Hüftgurt kein Molle. Das heißt, wenn du ein Freund davon bist hier, wie zum Beispiel bei einem Ridgeback oder bei einem Baseback von Tasmanian Tiger, aber auch bei Helicontex und wie sie alle heißen, ist jetzt egal, das hast du hier nicht. Sind halt ein paar Einschränkungen im Vergleich zu einem echten taktischen Rucksack. Aber wie sagt man in Österreich? 100.000 Schaß drauf. Das heißt so viel wie, ist egal oder juckt mich nicht. Natürlich kann man das Bodenfach jetzt noch einmal absichern, und zwar mit diesen Riemen hier. Da wird einerseits einmal das Bodenfach meiner Meinung nach abgesichert und auch dieser Teil hier. Und also diese Frontklappe hier, die man ja aufmachen kann, wird gesichert. Und dadurch ergibt sich natürlich Raum. Raum, den du nutzen kannst, um zum Beispiel, wenn du die Rolle nicht oben beim Kopf einfädeln willst, sondern hier unten, hier das zu tun. Und auch da ist genügend Material gegeben. Das ist sehr schön gemacht. Also das ist wirklich sehr schön gemacht, dass du das Ganze hier aufbauen kannst. Und dann gibt es hier am Boden oder in dem Frontbereich die Möglichkeit, etwas einzufädeln. Das Ganze ist über diese kleine Lasche hier auf beiden Seiten vorgesehen. Also ist auch sehr schön gemacht. Apropos Lasche, das interessiert mich. Wozu ist das?
Und zwar am Bodenfach, also am Bodenfach, also so, ich stelle ihn auf den Kopf, ist hier und hier auch so eine Schlaufe. Jetzt weiß ich nicht, kann man da auch ein Flexicord durchgeben oder was ist da die Idee dahinter? Wenn du eine Idee hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Aber ich bin da irgendwie jetzt ein bisschen planlos. Weil ich kann dir nur sagen, ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn diese Schlaufen und Riemen und wie sie da alle heißen, das ganze Zeug da immer herumbammelt. Das nervt mich total, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so. Und hier, das ist wirklich schön gemacht, du machst das fest und gibst sozusagen den überschüssigen Riemen an den anderen Riemen an und dann schlankelt nichts, wie man in Österreich sagt, es bewegt sich nichts, es ist richtig fixiert. Yeah! Zum Tragesystem. Also das hat sicher irgendeinen super Namen. Irgendwas gebe ich da, wie gesagt, billige Einwerbung. Den Link in unserem Partnershop, dort kriegst du das und das ist auch eine Produktbeschreibung und da wirst du dann auch lernen, wie das Ganze heißt. So, was ich dir sagen kann, ich meine, der Rucksack ist jetzt federleicht, weil ja nur diese Plastikteile eingebaut sind, aber das ist jetzt mein neuer Rucksack, also wir werden das ganz einfach testen. Kann alles einstellen, auch den Abstand des Rucksacks und hier noch einmal anziehen, um mehr Gewicht auf die Schultern zu bekommen. Also das ist alles sehr, sehr schön. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht bepackt, daher mag ich mich da jetzt noch nicht festlegen. Hier ist so eine kleine Vertiefung, ja, da kriegt man nichts rein. Da ist eine Schlaufe, also da könnte man etwas einhängen, aber das ist einfach eine Abdeckung. Das ist nur eine Abdeckung, also da ist keine weitere Funktion mitgegeben, aber macht ja nichts. Ich bin halt immer neugierig und denke mal, was haben sich die Entwickler da überlegt? Vielleicht haben die da irgendein Geheimfach einbaut, das nur, ja, das nur irgendwelche Verrückten brauchen, so wie ich. Ja, ja, verrückt schon, ja, brauchen, naja. Lässt sich alles sehr schön einstellen, Höhenverstellung, das passt alles gut. Auch die Schulter. Riemen, auch die Schultergurte sind schön gepolstert, muss ich nochmal wirklich belasten und dann einfach einmal schauen. Und natürlich auch für breit gebaute Herren wie den Reini, ja, hier, wobei, das ist jetzt nicht fett, das sind jetzt nur zwei Daunen Teile hier, ja, weil es kalt ist, ja, kalt. Auf jeden Fall, das geht sich auch alles schön aus, gell? Also da gibt es auch nichts zum Sudern, nichts zum Simpern, man kommt zu diesem Taschengut dazu, ja. Hört ungefähr hier auf, also diese Paddel hören hier auf. Wenn du jetzt wirklich in den taktischen Bereich gehst, teilweise geht das bis hier nach vor und stützt dann noch etwas mehr, aber braucht man eigentlich gar nicht. Also ich finde das jetzt fein. Ja, und weil dieser Rucksack natürlich etwas taktisch anmutet, gibt es jetzt auch so ein Universal-Taschel. Universal Pouch 10x20 heißt das. Und das ist natürlich Molle-kompatibel. Ja, trotzdem sehr leicht und einfach gehalten, nicht zu taktisch, aber trotzdem funktional, um, ja, weiß ich nicht, die Erste-Hilfe-Ausrüstung da vielleicht reinzugeben oder einfach so irgendein Zeug. Na, ich werde das testen, ich werde das ausprobieren. Auch da gebe ich dir natürlich den Link und das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne und gute Ergänzung ja, zu dem Rucksack hier. Wenn du Fragen hast, stell sie sehr, sehr gerne. Wenn ich etwas vergessen habe, schreib es gerne als Kommentar dazu. Ich werde ihn Langzeit testen und dann davon berichten. Und ich gebe da natürlich billige Einwerbung, den Link, wo du die bekommen kannst. Und denk einfach dran, vielleicht wird er eigentlich perfekt auf waldurlaub.at, wenn du Urlaub bei uns magst. Oder wenn du zur Survival Rally 24 kommst, auf survivalrally.at. Ich wünsche dir was. Ah!